diese letzte Zeile, möge ich selbst mich mit den Augen der Liebe und des Verstehens betrachten. Das heißt, dass ich Mitgefühl mit mir selber habe. Denn Liebe, Zuwendung und Verständnis, das ist das Mitfühlen. Aber wir fühlen nur mit den Dingen, die uns belasten, uns Druck geben. Wir fühlen, wenn wir auch wirklich uns öffnen für Schmerz und für die Dinge, die uns nicht gut tun. Nicht gleich verschließen, sondern erstmal spüren, ja, ich leide darunter. Es ist schwierig. Wenn ich das wirklich stark empfinde, dann kann ich mir auch selbst das Mitgefühl geben. Ich muss es aber auch wirklich empfinden als Schmerz. Empfinden nicht nur als Ärger, was man abwehrt, als Unannehmlichkeit. Es ist wirklich eine Verletzung, es ist wirklich eine Kränkung. Und wir können uns selbst dieses Mitgefühl und das Verständnis geben, indem wir uns wirklich nach innen wenden, an das, was wir Buddha-Natur nennen, an das, was wir das Göttliche in uns nennen. Das ist ein heiler Raum in uns. Ein heiler Raum, wo Heilung möglich ist. Wo wirkliches Mitempfinden da ist, Liebe. Diese warme, verständnisvolle Zuwendung. Und dorthin unseren Schmerz, unsere Schwierigkeiten hintragen. In diese Mitte. Und dass sie dort von dem Verständnis, von der Liebe, von diesem warmen, herzlichen Mitgefühl aufgenommen werden und sich auflösen können, weicher werden, nicht mehr die Härte haben, nicht das Bohrende und Drückende, sondern sanfter, weicher, selbst die Wut und den Ärger, den wir manchmal mit uns rumschleppen, den Groll, in das Mitgefühl in die Mitte geben, in das herzliche und zugewendete Verständnis. Und dieses Verständnis ist auch das Verstehen der Unvollkommenheiten, dass es menschlich ist, solche Schwierigkeiten zu haben. Es ist ein großes, offenes Verständnis. Da fühlen wir uns aufgehoben. Und wenn wir nun an einen Menschen denken, der uns nahesteht, und sehen auch in diesem Menschen den Schmerz und die Schwierigkeiten und die Ablehnungen und was alles diesem Menschen Sorge macht, ihn verletzt und ihm auch bedrückt. Und wir schenken diesem Menschen ganz warmherziges Mitgefühl. Ich weiß, wie das ist. Ich weiß, dass du darunter leidest.
Und ich gebe dir diese Wärme, die das alles umhüllt. Aus meiner Mitte heraus, aus dieser Kraft, dieser Mitte. Und lass es dir geschehen, dass es dass das Verständnis auch dir zukommt, dass die Unvollkommenheit in dir nichts Böses ist. Es ist so menschlich. Und ich möchte dir alles das umhüllen mit Güte und Liebe. Dass es sanft und weich wird in dir und dass du dich wohlfühlst. Wir wenden uns einem Menschen zu, den wir nicht so gut kennen, nennen wir den neutralen Menschen. Bekannten. Und sehen auch in diesem Menschen die Schwächen, sehen auch seine Schmerzen, seine Kränkungen, sein vielleicht Minderwertigkeits Ideen, alles, was ihm zu schaffen macht. Wenn wir es auch nicht genau wissen, wir können aber annehmen, dass auch in diesem Menschen das vorhanden ist, weil es einfach menschlich ist. Und wir lassen aus unserer Mitte heraus das Gefühl von Verständnis hinübergehen. Auch dich kann ich verstehen mit deinem Kummer und deinen Schwierigkeiten. Ich kann sehen oder nachempfinden, was für Sorgen du hast. Und dass du deine Verletzungen immer noch spürst. Und ich umhülle all das mit herzlichem Mitfühlen und Verständnis. Und es ist auch etwas wie wirkliche Liebe, eine Liebe, die einfach sich in Güte zeigt, im Wohltun zeigt, die ist da für dich. Und ich umhülle all deine Schwierigkeiten mit dieser Liebe. Dass du spürst, dass es sanfter und weicher, gut in dir wird, wohliger. Und wir wenden uns nun einem Menschen zu, den wir nicht so gerne haben, wo es schwer fällt, diesem Menschen eigentlich zu begegnen. Und versuchen auf dieser spirituellen Ebene über die Schranken, die zwischen mir und diesem Menschen sonst aufgerichtet sind, diese übergehen, drüber hinweg
gehen auf dieser höheren Ebene und schauen, ob wir das wohl wirklich wollen, ob wir uns die Kraft geben, die Überwindung auch zu diesem Menschen hinzudenken und zu sehen, welche Schwierigkeiten dieser Mensch hat. Und vielleicht sehen wir gerade viele Schwierigkeiten dort, weil wir sie ja vielleicht gespürt haben, diese Schwierigkeiten. Und wir sehen auch, dass dieser Mensch darunter leidet, unter seinen eigenen Schwierigkeiten, unter den Schmerzen, unter den Groll und Ärger, seinen verschiedenen Dingen. Die er uns vielleicht angetan hat, aber die ihm selbst noch mehr antun. Und mit unserem Verständnis gehen wir wirklich hin. Ja, ich weiß, dass du auch darunter leidest. Und aus meiner Mitte heraus, wo wirklich Mitgefühl ist, wo wirklich Güte vorhanden ist, da lasse ich auch diese Gaben hinfließen zu dir. Lass sie all deine Schwierigkeiten umhüllen. Lass meine Güte und mein Mitgefühl, mein Verständnis, all diese Dinge weicher werden lässt, sanfter, sich verwandeln. Und dass es in dir zarter wird, freier. Und wir spüren wir bei uns selbst diese Mitte ganz deutlich. Und fühlen, wie wir gestärkt werden dadurch, dass wir das Mitgefühl wirklich weitergeben können, das Verständnis. Es stärkt unsere Mitte. Es ist wie, als wenn wir unsere eigene Mitte mehr pflegen würden, ihr mehr Kraft geben würden. Unsere Mitte der Güte, des Mitgefühls, der Liebe. Mögen wir alle frei sein von Leid und Bedrückung. Mögen wir zufrieden und glücklich sein.